Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Gesetzesentwurf der Regierung des Saarlandes zur Änderung des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof, Drucksache 17/323, wurde vom Plenum in seiner 12. Sitzung am 15. März 2023 in erster Lesung angenommen und zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Justiz, Verfassungs- und Rechtsfragen, Wahlprüfung sowie Datenschutz und Informationsfreiheit überwiesen. Der Gesetzesentwurf wurde im Ausschuss gelesen und beraten. Ihm liegen folgende Erwägungen zugrunde. Das Gesetz über den Verfassungsgerichtshof wird bereichsspezifisch fortentwickelt mit der schwerpunktmäßigen Zielsetzung, im Interesse dauerhafter Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der hiesigen Verfassungsgerichtsbarkeit, den gerichtlichen Geschäftsbetrieb speziell im nichtrichterlichen Bereich effektiv und zukunftstauglich gesetzlich zu regeln. Zudem soll die Kompetenz des Verfassungsgerichtshofs zur verfahrensleitenden Gestaltung an verschiedenen Stellschrauben des Gesetzes gestärkt und hierdurch ein Beitrag zur einzelfallbezogenen Flexibilisierung und Modernisierung des Verfahrensrechts geleistet werden. In seinem organisationsrechtlichen Teil reagiert der Gesetzesentwurf der diesbezüglichen normativen Handlungsbedarf, speziell bezogen auf den Geschäftsstellenbetrieb des Verfassungsgerichtshofs im nichtrichterlichen Bereich. In seinem verfahrensrechtlichen Teil konzentriert sich der Gesetzesentwurf auf klarstellende sowie rechtsfortbildende Regelungen, namentlich in richterlichen Vertretungskonstellationen mit der Zielsetzung einer Gewährleistung jederzeitiger gerichtlicher Handlungsfähigkeit, ungeachtet einer personellen Verhinderung der zur Entscheidungsfindung geschäftsverteilungsmäßig an sich vorgesehenen Richterinnen und Richter. Daneben werden aber auch weitere Elemente des Einsatzes digitaler Techniken in die Verhandlungsgestaltung eingebracht, um auch unter diesem Gesichtspunkt die Zukunftstauglichkeit dieses Verfassungsorgans nachhaltig zu stärken. Der Ausschuss hat am 11.05.2023 eine Anhörung unter Beteiligung von Herrn Hans-Peter Freimann, Präsident des Saarländischen Oberlandesgerichts, Dirk Biegel, Personalratsvorsitzender des Saarländischen Oberlandesgerichts und Herrn Professor Dr. Roland Rixegger, Präsident des Verfassungsgerichtshofs, durchgeführt. Allen drei Angehörten möchte ich an dieser Stelle noch mal ausdrücklich für ihre Stellungnahmen bedanken. Der Gesetzesentwurf wurde allseits begrüßt und es wurden keine durchgreifenden Bedenken erhoben. Das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof wurde bei Zustimmung aller Landtagsfraktionen von SPD und CDU und der AfD-Landtagsfraktion einstimmig angenommen und der Ausschuss empfiehlt daher dem Plenum die Annahme des Gesetzes in zweiter und letzter Lesung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.